Smarana, ihr Lieben, fühlt euch ganz herzlich umarmt und ja, willkommen. Wir machen heute mal etwas ganz, ganz anderes. Und zwar werde ich euch mit hineinnehmen, wie ich für diese Botschaft vorbereitet wurde. Hörst du den Ruf, diesen inneren Ruf, der ja so wichtig ist? Ich nehme euch also mit in die Vorbereitungen hinein und dann bekommt ihr die Botschaft, das Channeling. Ich weiß genau, dass dieses Channeling die Kraft besitzt, dein Leben zu verändern. Und gerade in den schwierigsten, allergrößten Nöten wird dich dieses Channeling, diese Botschaft wieder aufbauen, dir eine Richtung geben und dir zeigen, dass du ganz wichtig bist und dass du so wie du bist, gut bist. Alles wird gut. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nerianer Kardinal, CEO von der Smarana-Gruppe. Die Smarana-Gruppe ist in Österreich und der Schweiz und Deutschland über ihre Partner vertrieben. Und ich kann sagen, dass wir eins der größten Online-Portale sind für spirituelle Webinare. Du kannst also sehr gut dein Bewusstsein erweitern bei uns, viele Schulungen machen und deine Fähigkeiten vergrößern. Natürlich sind wir auch auf Telegram vertreten, das findest du unten unter dem Video. Sowieso sind da ganz viele wichtige Links, also schau da bitte drauf und informiere dich, wenn es dich interessiert. Und wenn es dich interessiert, noch mehr so wundervolle Botschaften von der geistlichen Welt zu erhalten, dann solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Denn so kann dich YouTube immer sofort informieren, wenn ich ein neues Video gepostet habe. Ja, und jetzt kommen wir zu der neuen Art. Ich wollte euch einfach wirklich auch mal an der Vorbereitung teilnehmen lassen, wie das so bei mir war. Und ja, ich wusste auf einmal, dass eine ganz wichtige Botschaft zu mir kommt. Ich wusste das ganz genau und ich wusste auch so den ersten Satz, hörst du den Ruf? Und ich bin ja Channel-Medium auch. Natürlich höre ich den Ruf, aber ich konnte nicht tiefer gehen am ersten Tag. Ich habe also hin und her gefragt und auch mit dem Verstand überlegt, das war der Fehler. Mit dem Verstand kommt man da nicht so weit. Und dann kam nichts weiter als dieser eine Satz. Ich dachte, okay, ich lasse es jetzt einfach mal und ich vertraue, es wird schon so seine Richtigkeit haben. Und dann am zweiten Tag habe ich was ganz anderes gemacht. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, habe ja für mich schöne Dinge gemacht, war in der Natur, war im Café. Und als ich dann abends nach Hause kam, habe ich den Himmel betrachtet, den Himmel, der schon langsam dunkel wurde, dunkelblau. Manchmal sieht man den Nachthimmel so blau schimmern, das war wundervoll. Und dann spürte ich, wie die Energien begannen schon, mich einzuhüllen. Dann wusste ich, oh ja, jetzt ist meine Seele bereit, die geistige Welt bereit und der Zeitpunkt wird gleich da sein, dass ich diese Botschaft erhalten darf. Und so habe ich mich dann ans Fenster gesetzt, den Himmel weiter betrachtet und die Sterne haben so schön gefunkelt. Und sogar eine Sternschnuppe habe ich gesehen und dachte, oh wow, das sind Zeichen, Zeichen Gottes, dass es jetzt beginnen darf. Und das ist jetzt auch das Zeichen für uns. Ich werde dir also alles, was ich dann in der Nacht an Informationen bekam. Also ich wurde die ganze Nacht auf das vorbereitet, was ich jetzt für dich channeln werde. Und das ist live. Ich habe es nicht vorher gechannelt. Da wurde ich intensiv vorbereitet und ich habe eigentlich die ganze Nacht nicht geschlafen. Muss ich dazu sagen, die geistige Welt war sehr, ja, kraftvoll am Wirken. Und all das möchte ich dir jetzt schenken, so dass du auch daran teilhaben kannst. Es geht einfach darum, zu erkennen, was das Leben bedeutet in jeder Situation des Lebens.
Und alle Worte, die ich jetzt sage, ohne dass ich also channele, reichen überhaupt nicht aus, um das zu beschreiben, was jetzt kommen wird. Und so wünsche ich dir gleich ganz, ganz viel Freude dabei. Ich sprühe mich schon mal ein mit meinem Ursprungslicht, denn es geht natürlich auch um den Ursprung und es geht auch um Smarana. Smarana bedeutet die Nähe Gottes fühlen. Ich habe schon so oft gesagt, aber immer wieder fragen die Menschen danach. Also die Nähe Gottes fühlen, und sobald du Smarana sagst, befindest du dich in der Nähe Gottes und fühlst diese tiefe Liebe. Und so werden wir heute auch beginnen. Wer möchte, kann auch auf dem Telegram-Kanal schauen. Dort sind unsere ganzen Partner und auch ich poste immer wieder was und dort fließt ganz viel Liebe. Also es ist einfach wichtig für mich, in dieser Liebe zu sein. Jetzt wünsche ich dir gleich ganz viel Freude und lass dich einfach von den Energien tragen. Öffne dein Herz und das, was kommt, das wird für dich genau passend sein. Also, bis gleich. Geliebtes Menschenkind, es ist soweit. Die geistige Welt weiß, dass jeder Mensch diesen Ruf in sich trägt, dass jeder Mensch in der Lage ist, diesen Ruf der Seele zu vernehmen. Und so wird die geistige Welt jetzt zu uns sprechen. Es sind die 7 Erzengel eingetroffen. Die 7 Erzengel begrüßen dich mit ihrer Liebe und ihrem Licht. Es ist das strahlende Leuchten der Wirklichkeit, was dich nun umgibt. Und dieses Licht, dieses Leuchten der Wirklichkeit, von diesem Licht trägst auch du einen Funken in deinem Herzen, in deiner Seele. Es ist der Funken des ewigen Lebens. Denn Gott hat einmal gesagt, am Anfang war das nichts. Und dann kam das Licht. Von diesem Licht trägst du einen Funken in deiner göttlichen Flamme. Und dieses Licht verbindet dich auf ewig mit deinem Urvater und deiner Urmutter. Zum Zeitpunkt der Schöpfung Gottes. Und vielleicht spürst du ja jetzt schon, welch große Bedeutung diese Botschaft hat. Und so sprechen die 7 Erzengel zu dir. Geliebter Mensch, das, was du in dir fühlst, ist die ewige Liebe Gottes. Und diese Liebe zeigt dir, dass du niemals allein bist. Diese Liebe zeigt dir, dass Gottes Schöpfung aus Licht und Liebe entstand und dass wir alle über dieses Licht verbunden sind. So trägst du den Samen
deiner Urmutter und deines Urvaters in deiner göttlichen Flamme. Bei manchen Menschen ist dieser Samen noch nicht erwacht. Und wiederum bei anderen Menschen ist aus diesem Samenkorn eine wundervolle Blume des Lebens entstanden. Dennoch sind alle Menschen gleich, denn sie sind Geschöpfe der Liebe. Und völlig egal, auf welcher Stufe du stehst, trägst du den Samen des Lichtes in dir. Und völlig egal, was gerade im Außen geschieht, völlig egal, in welcher Lebenssituation du im Moment steckst, denn sei dir sicher, dass in der schlimmsten Situation deines Lebens dieser Samen des Lichtes dich unterstützen wird. Und du dadurch ganz große Hilfe bekommst. Aus diesem Samen des Lichtes, aus deiner göttlichen Flamme kommt die Kraft, die neue Erde zu gestalten. Das Leben, was du kennst, ist in Zyklen aufgeteilt. Es gibt immer wieder einen Neubeginn, denn die Seele, sie lebt ewig. Und so stehst du gerade jetzt am Übergang in eine neue, wunderbare Ära, in eine neue, wunderbare Zeit. Gottes Liebe beobachtet dich. Gottes Liebe sieht dich. Und du brauchst eigentlich nur dieser Liebe zu folgen. Deine Seele zeigt dir den Weg. Die Lichtarbeiter werden sich finden. Die Lichtarbeiter werden sich finden und erkennen. Und so wird sich die neue Zeit mit deiner Hilfe entwickeln können. Es ist niemals zu spät. Die Wächter des Lichtes, sie sind an deiner Seite. Sie begleiten dich in die neue Welt und sie helfen dir, wenn es schwierig wird. Sie helfen dir, deinen Weg zu finden. Lieber Mensch, du trägst eine sehr große Aufgabe, denn du hast dich bereit erklärt für eine bessere Welt zu inkarnieren. Jeder Neubeginn ist mit einem Loslassen verbunden. Erst wenn das Alte geht, kann das Neue kommen. Die Funken des Lebens, des neuen Lebens, der Liebe Gottes, sie ruhen in deinem Herzen, in deiner Seele. Und die sieben Erzengel, sie bitten dich,
zu erkennen, dass alle Menschen dieses Licht tragen und dass es keinen Sinn hat, gegen deinen Bruder oder deine Schwester zu kämpfen. Liebe Menschen, erkennet das Licht und den Weg. Du stehst am Anfang von allem und du selbst, du bist ein Geschenk der Liebe. Ein Geschenk der Liebe gemacht von Gottes Atem. Und Gott wird uns helfen, dieses Mal das Neue besser zu gestalten. Dessen kannst du dir ganz sicher sein. Und so fühle, wie dein Funken, dein Samen der Liebe sich nun ausdehnt, wie er sich kraftvoll in seiner Energie in dir ausdehnt, vom Kopf hinunter bis zu den Zehen, wie dich diese Liebe durchströmt, deine Zellen, deine Zellkerne berührt und dich wissen lässt, dass der Anfang von allem jetzt gerade in diesem Moment geschieht. Du wirst die Spuren, die Lichtspuren erkennen, welche deine Seele für dich schon vorausgegangen ist und die Umwege, die du machst, werden aufhören, sobald du auf den Ruf in deinem Herzen hörst. Denn in diesem Moment spricht Gott zu dir. Und in diesem Moment fließt die tiefste, vollkommenste Liebe zu dir. Und diese Liebe, sie gibt dir Kraft in jeder Situation deines Lebens. So vertraue auf deine Stärke, denn du bist ein Geschöpf der Liebe. Und die Liebe und das Licht, sie haben die größte Kraft. Gott wird uns helfen, dass es diesmal besser geht, dass wir es dieses Mal schaffen werden, die neue Erde zu erschaffen, die Wächter des Lichtes. Sie sind da, sie wurden von Gott gesandt und sie tragen dich geschützt durch die Turbulenzen dieser Zeit. Du wirst alles überstehen, solange du dem Licht zugewandt bist. Und so senden wir die 7 Erzengel, dir die größte Liebe aus den Feldern von Smarana direkt in dein Herz hinein. Smarana umhüllt dich, Smarana ist bei dir. Und so lass dich einfach tragen, tragen von dieser Liebe und wisse, dass Gott bei dir ist.
Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Genieße die Geschenke und erkenne den Ruf in deinem Herzen. Bis bald.